So this is the first ever time you have the. Dies ist also das erste Mal, dass der globale Süden sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit zeigt, sich aus dem westlichen Bürgerkrieg 2.0, dem Ukraine-Krieg, herauszuhalten. Egal wie sehr die Russen sagen, wir sind übrigens nicht mehr der Westen, es ist Teil des westlichen Bürgerkriegs. Und der Nicht-Westen würde sagen, nun, es tut uns leid, das ist nicht unser Geschäft. Gleichzeitig versuchen sie, friedlichere mögliche Lösungen voranzutreiben. Vielen Dank für diese großartige Konferenz. Es ist mir eine Freude, hier in dieser sehr reizvollen und schönen Stadt Kyoto zu sein, bei meinem allerersten Besuch. Ich habe in den letzten 2 Tagen so viel von Ihnen allen, den Rednern und den Panels, gelernt. Heute präsentiere ich die chinesische Position zur sogenannten prinzipiellen Neutralität, die übrigens im angelsächsischen Raum umstritten ist. Lassen Sie mich mit einer sehr kurzen Definition dessen beginnen, was prinzipielle Neutralität für die Chinesen wirklich bedeutet. Sie unterscheidet sich von der typischen dauerhaften Neutralität, über die wir gesprochen haben, bei der sich jemand einfach von der Vielfalt oder Komplexität der realen Welt abschotten würde. Egal was passiert, ich werde ich selbst bleiben. Aber die chinesische Version der Neutralität ist, dass China seine eigene Vorstellung davon hat, was richtig und falsch ist, und auch versucht, das Ende der Gewalt zu fördern. Zum Beispiel glaubt China fest daran, dass das UN-Prinzip der territorialen Integrität und Souveränität unter allen Umständen gewahrt bleiben sollte. Und das liegt im Interesse der Ukraine. China ist von diesem Standpunkt nie abgewichen. China hat die Annexion der Krim und sogar die 3, wissen Sie, diese Grenzstaaten der Ukraine nicht anerkannt. Gleichzeitig argumentieren die Chinesen auch, dass die Wurzel des Ukraine-Konflikts bis zur unaufhörlichen NATO-Osterweiterung zurückverfolgt werden kann. Das ist also etwas, das für einen dauerhaften Frieden angegangen werden muss. Nicht nur für die Russen, die Europäer und die Chinesen, sondern für die ganze Welt im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen und der künstlichen Intelligenz. Über den Sieg im Krieg zu sprechen oder dass Russland besiegt werden muss, ist wie darüber zu sprechen, wer das Erdbeben in Mexiko-Stadt oder den Hurrikan in South Carolina gewinnt. Es gibt keine Gewinner. Und insbesondere ist die Alternative undenkbar. Dies ist also die chinesische Version von Neutralität oder prinzipieller Neutralität. Wir haben unsere eigenen Überzeugungen oder Beobachtungen darüber, wer im Recht ist und was die Quelle des Problems ist. Das ist etwas, worauf ich eingehen möchte. Ich möchte kurz über das sprechen, was ich als die 3 Haupttreiber oder Punkte sehe, die ich hier auf einem Blatt zusammengefasst habe. Die aktuelle chinesisch-russische Beziehung ist ein wesentlicher Faktor für die neutrale Haltung Chinas. Der 2. Hauptpunkt ist die chinesische Neutralität im Kontext des Aufstiegs des Nicht-Westens oder des globalen Südens zu betrachten. Der 3. Punkt ist, eine kulturelle Perspektive zu bieten, die von außen vielleicht weniger bekannt ist. Lassen Sie mich also mit meinen 3 Punkten beginnen und dann bin ich fertig. Erstens denke ich, dass es jetzt 2 gegensätzliche Bereiche der Literatur im Studium der chinesischen Neutralität gibt. Sectors of literature now in the study of Chinese neutrality. One is the so-called Einerseits gibt es die sogenannte Verbreitung einer strategischen Partnerschaft oder umfassenden Partnerschaft zwischen den chinesischen und russischen Führern, über die so oft gesprochen wird. Ich selbst bin verwirrt, da China gleichzeitig dasselbe mit vielen anderen Ländern entwickelt hat. Ich habe übrigens vergessen, wie viele strategische Partner China hat. Ich habe den Überblick verloren. Und das ist eine übertriebene Vorstellung von bilateralen Beziehungen. Auf der anderen Seite gibt es die zunehmende und modischere Verwendung von Begriffen wie
Achse des Bösen und Autoritarismus, wie mein guter Freund Professor Sutter von der Georgetown University erwähnt, und auch Bobolos Buch von 2008, The Axis of Convenience, How China and Russia are Reshaping Global Order. Es ist also eine Verbreitung von Achsen, um alles, was China und Russland tun, als Bedrohung für den Westen zu dämonisieren. Die sogenannte Bedrohungsschule. Ich denke, mein Ansatz ist, trotz all der übertriebenen, stark wertorientierten Vorstellungen über die China-Russland-Beziehung, dass Moskau-Peking im Grunde in einem normalen Zustand ist. Ein normaler Zustand, weil dies das erste Mal seit 1989 ist, dass die China-Russland-Beziehung stabil, gleichberechtigt und für beide Seiten vorteilhaft ist. In den vorhergehenden über 200 Jahren, seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Kalten Krieges, gab es einen massiven Einfluss russischer, sowjetischer Einmischung in China. Zuerst in Form von Kolonialismus. Russland schloss sich den Briten, Franzosen und Japanern an, um China aufzuteilen und um ihren eigenen Einfluss zu konkurrieren. Dies dauerte bis ins 20. Jahrhundert und wurde dann durch bolschewistische und sowjetische Ideale und Stalins brutalen Realismus ersetzt. Und darauf folgte, was ich als die Flitterwochen der China-Sowjet-Allianz sehe, die sich schnell in einen Albtraum der Feindseligkeit für die nächsten 30 Jahre verwandelte, bis 1989, als die beiden Länder ihre Beziehungen normalisierten. Dies ist also ein normaler Zustand, wenn die beiden Seiten beginnen, sich gegenseitig als das zu sehen, was sie sind, und nicht unbedingt, was sie sich vorstellen. Und das ist der Zustand, vielleicht wie in einer Ehe. Sie wissen, Geschlechterbeziehungen sind ziemlich ähnlich wie internationale Beziehungen. Die chinesisch-russische Beziehung durchlief eine Flitterwochenphase und wechselte dann schnell zur Scheidung. Übrigens haben wir nie eine Ehe erlebt. Der normale Zustand ist jetzt also wie eine Ehe, die weitaus herausfordernder, schwieriger und nuancierter ist, wenn die beiden Seiten beginnen, miteinander zu interagieren. Diejenigen von Ihnen, die verheiratet sind, wissen, dass man die Ehe nicht als selbstverständlich ansehen kann. Man braucht Kompromisse. Dies ist also etwas, bei dem sich die beiden Seiten auf einer relativ gleichen Position engagieren. Es ist eine normale Beziehung. Dies ist sehr, sehr anders als in den vergangenen 200 Jahren, als es eine überwältigende einseitige Einmischung in die chinesische Innenpolitik gab. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die russischen Grenzen. In diesem Fall ist die Grenze zwischen Russland und China derzeit mehr als 4000 Kilometer lang. Früher waren es 7000, aber der Zusammenbruch der Sowjetunion hinterließ zentralasiatische Staaten. Die beiden Seiten arbeiteten tatsächlich 15 Jahre lang, von Beginn der Normalisierung im Jahr 1989 bis 2004, um den endgültigen Vertrag zur Legalisierung der 4000 Kilometer Linie zu unterzeichnen. Und die SCO, die Shanghai Cooperation Organization, ist ein Mittel für die beiden Seiten, miteinander zu interagieren, zusammen mit den zentralasiatischen Staaten eine Art Pufferzone zu schaffen, eine stabile Grenze und diese auf neuer Basis zu inspizieren. Es begann also sehr schmerzhaft und langsam und dann schließlich im Jahr 2004, das war sehr wichtig. Wenn man sich die Westfront ansieht, meine ich, die Westgrenze der Ukraine oder Russlands ist eine völlig andere Geschichte. Und jetzt frage ich mich, was wäre, wenn der Westen das tun würde, was die Chinesen getan haben, um mit den Russen zusammenzuarbeiten, um die Grenze zu stabilisieren. Man könnte ein anderes Ergebnis haben. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Geschichten von Russlands zwei Grenzen. Ich sage nicht, dass der chinesische Ansatz besser ist als der des Westens, aber es ist ein anderer Ansatz und wir sollten ihn untersuchen. Sehen Sie, wie Nationen langfristige Konflikte beilegen, die seit Hunderten von Jahren andauern. China hat tatsächlich viel gelitten,
hat aber nicht die Schwächung der Russen ausgenutzt. Vielleicht, weil die Chinesen wirklich glauben, was Bismarck zu sagen pflegte, dass Russland nicht so stark oder so schwach ist, wie es scheint. Russland hat enormes Potenzial, aber auch eine enorme Fähigkeit, Probleme zu verursachen. Aber respektiere diese Großmacht. Spiel nicht damit, denn die frühere Geschichte mit Russland war verheerend für die Chinesen, sogar für meine Generation. For the Chinese, even for my generation, we used to blame the Russians for everything, or the Soviet imperialism. Früher haben wir den Russen oder den sowjetischen Imperialisten die Schuld für alles gegeben. Das ist Unsinn. Nach der Kulturrevolution haben die Chinesen wirklich unsere eigenen Probleme untersucht. Wir geben anderen nicht die Schuld für unsere Probleme. Lasst uns von allen lernen. Darum geht es bei der chinesischen Öffnung und Reform. Russland ist also ein sehr wichtiges Element in Chinas Wahrnehmung der Außenwelt. Ich möchte wirklich betonen, dass ich George Kennans Artikel in der New York Times von 1997 eingebracht habe, in dem er die NATO-Erweiterung als einen fatalen Fehler betrachtete. Das war 2 Jahre vor der ersten Welle der NATO-Erweiterung 1999. Aber Präsident Clinton ignorierte ihn bequem. Vielleicht war er von Lewinsky verwirrt. Ich weiß es nicht. Maybe he was confused by Lewinsky, I don't know. But the rest of the history, but the history never ends. Aber der Rest der Geschichte endet nie. Lassen Sie mich also zum zweiten Punkt übergehen. Wenn Sie sich die langfristige Geschichte ansehen, möchte ich auf Samuel Huntingtons provokative Abhandlung The Clash of Civilizations aus dem Jahr 1994 eingehen. In diesem Artikel brachte er das Konzept auf, dass die gesamte Geschichte vom westlichen Scheitern bis zum Ende des Kalten Krieges eine Art westlicher, Zitat, Bürgerkrieg war. Westler, die Westler töten. Dies ist, denke ich, ein weitreichender historischer Strich. Aber Huntington hat irgendwie etwas Wichtiges übersehen. Dieser westliche Bürgerkrieg war nie nur als westlich gedacht. Er umfasste Kolonialisierung, Kontrolle und den Sklavenhandel, was die erste Globalisierung darstellt. Slave trade, which is the first globalization, and then in both world wars. Und dann in beiden Weltkriegen wurden die nicht-westlichen Teile gezwungen zu kämpfen und kämpften auf beiden Seiten. Der Westen diktierte wirklich die Bedingungen und der Nicht-Westen oder Süden hatte keine Wahl. Im Zweiten Weltkrieg wurden übrigens 35 Millionen Chinesen und 27 Millionen Russen abgeschlachtet. Aber die Chinesen litten am meisten. Dies ist das erste Mal, dass der globale Süden sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit hat, sich aus dem westlichen Bürgerkrieg 2.0, dem Ukraine-Krieg, herauszuhalten. Egal wie sehr die Russen sagen, wissen Sie, wir sind nicht mehr der Westen, es ist Teil des westlichen Bürgerkriegs. Und der Nicht-Westen würde sagen, nun wissen Sie, tut uns leid. Es ist nicht unser Geschäft. Und gleichzeitig versuchen Sie, eine möglichst friedliche Lösung zu fördern. Erst letzten Monat wurde auf der jährlichen UN-Konferenz die Gruppe der Freunde für den Frieden von 13 nicht-westlichen Ländern, darunter Ägypten, Brasilien, China und die Türkei, gegründet, um einen dritten Weg zu finden. Übrigens gibt es viele, viele Vorschläge, aber ich denke, dies ist einer vom kollektiven Süden und ich hoffe, dass dies vielleicht einer der Bemühungen ist, die dafür eintreten würden. Das ist also, denke ich, das und China ist Teil davon. Ich denke, ein weiterer Punkt ist zu sehen, wie diese chinesische Neutralität funktionieren würde. Und das ist, würde ich sagen, ein langer Weg seit 1954, als die Bewegung der Blockfreien ins Leben gerufen wurde. When the non-aligned movement was launched, China, Yugoslavia, Egypt, Indonesia. China, Jugoslawien, Ägypten und Indonesien traten der blockfreien Bewegung bei und 1954 erklärte China eine offiziell unabhängige Außenpolitik, unabhängig sowohl vom Westen als auch vom sowjetischen Lager. Das war 1982. 40 Jahre später sehen wir die Kontinuität dieser Neutralität im Ukraine-Krieg. Es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern China hält sich kontinuierlich vom Osten und Westen fern. Dies geschieht im Kontext der globalen Situation. Schließlich möchte ich auf das kulturelle Element eingehen.
1997 veröffentlichte das US-Repräsentantenhaus eine Resolution, um 2500 Jahre seit der Geburt von Konfuzius zu gedenken. Some years, 100 years of Confucius' birthday. Und eine der Hauptideen des Hauses war übrigens die Vergangenheit. Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, weil China zum Feind Nummer 1 geworden ist. Viele Menschen lieben übrigens immer noch die Russen. Viele Einwohner von Ohio würden Putin lieber als die Demokraten mögen. Aber China ist zum öffentlichen Feind Nummer 1 geworden. Aber das ist nur, wissen Sie, 1997 tun sie anderen nichts an, wenn sie nicht wollen, dass andere ihnen dasselbe antun. Und es gibt viele andere Elemente des Konfuzianismus, die in dieser Resolution irgendwie befürwortet werden. Zum Beispiel wie ein großer Denker, Lehrer, Sozialphilosoph, bla bla bla. Aber das ist für mich etwas wie der Westfälische Frieden, richtig? Nur dass es 1500 Jahre vor dem Westfälischen Frieden war. Mischen Sie sich nicht in andere Länder ein. Das ist also etwas, das ich sagen würde. Aber ich wäre kritisch gegenüber dieser Beziehung, weil sie die wichtige Kernidee des Konfuzianismus erfüllt, nämlich den Mittelweg. Das ist ein Quadrat, richtig? Und ich dehne die Vorstellung nicht aus wie ein Tennisplatz oder Volleyballfeld. Die Vorstellung des Mittelwegs besteht im Wesentlichen darin, eine zentrale Linie zu ziehen, wie bei einem typischen Sportplatz. Und das ist es, was die chinesische Sprache bedeutet, der Mittelweg, einfach die Mitte. Die chinesische Sprache ist grafisch, im Gegensatz zu romanisierten oder latinisierten Sprachen, einfach ein Bild. Und das bedeutet auch Neutralität. Und das bedeutet auch China. Aus diesem Sinn der Neutralität ergeben sich zwei verschiedene Arten von internationalen Systemen. Einer ist der Westfälische Frieden. Und durchgehend, sehen Sie, sind die Ideen Gleichheit und Souveränität und das chinesisch basierte regionale System ist Hierarchie, laut David Kang von der University of Southern California, und völlig das Gegenteil. Aber wenn man sich den Betriebsmechanismus ansieht, verhindert der Westfälische Frieden keinen Krieg, außer religiösen Kriegen. Aber andere Kriege werden weiterhin geführt. Und aus dem Westfälischen Frieden wurden in diesen Jahrzehnten 500 unabhängige Einheiten in Europa auf 20 reduziert. Es gab eine große Anzahl von Verlierern, trotz seines erklärten Prinzips der Souveränität und Gleichheit, okay? Und so viele Kriege, westliche oder nicht westliche. Aber wenn man sich das hierarchische System in Ostasien ansieht übrigens, das ist nicht demokratisch. Es spricht nicht die Herzen vieler Menschen in Asien jetzt an. Ich stimme Ihnen zu, sein altes System ist verschwunden. Aber dieses System basiert auf einer Kultur und dem Begriff der Unparteilichkeit, was laut Henry Kissingers Definition bedeutet, dass die chinesische Vorstellung von internationalen Beziehungen Unparteilichkeit bedeutet. Nicht Gleichheit, nicht Machtbalance, sondern kulturellen Einfluss. Das Ergebnis des chinesischen regionalen Systems ist bemerkenswert stabil, mit einem Mangel an zwischenstaatlichen Kriegen. Lassen Sie mich also mit der letzten Folie abschließen. Und dies ist David Kangs Bericht. Sie müssen es nicht lesen, schließlich. So viele Worte auf dieser Folie. Dies ist das Westfälische System. Und es gibt wenig oder nichts Interessantes außer den beiden Gruppen. Die chinesischen Truppen marschierten in Korea und Vietnam ein und zogen sich schließlich zurück. Die Chinesen hielten sich bemerkenswert zurück, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Aber einmal, okay, was ist passiert? Asien wurde zu einer Kriegszone. Das ist also eine Verwirrung. Danke. So, this is a confusion. Thank you. Wenn Sie unsere Übersetzungen schätzen, erwägen Sie bitte, uns auf Patreon zu unterstützen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin
international. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.